So, herzlich willkommen zum neuen Video. Ihr seht, immer noch in Winterjacke. Wir haben den 22. April, 8 Grad, bewölkt. Heute Nacht, morgen Nacht soll es noch mal 0 Grad geben. Und wie hat sich die Welt verändert? Ne? Am Ende vom letzten Video hat man es ja schon ein bisschen gesehen. Wir sind praktisch zurückkatapultiert worden auf, weiß ich nicht, Anfang März. Das große Blühen ist bei uns vorbei. Ne, es blüht eigentlich nichts mehr. Der Raps ist verblüht, Apfelbaum ist auch alles verblüht. Also, was wir jetzt an Honig noch in den Kästen haben, das haben wir. Und da wird auch so schnell mal nichts mehr dazukommen, auch wenn es jetzt noch warm wird. Ja, warum den Honig noch in den Kästen? Naja, ehrlich gesagt, was hättet ihr machen sollen oder was hätten wir machen sollen? Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das gehandhabt habt. Aber bei mir war das jetzt so, du guckst den Wetterbericht an, okay, die sagen, es wird kalt, es wird auch eine Woche kalt und wir sind voll im Blühen. Wir hatten ja gesagt, wir hatten da innerhalb von, sagen wir mal, einer Woche eineinhalb Honigräume knallvoll, vielleicht auch manche Bienenvölker zwei Honigräume voll mit Honig. Jetzt kann man schlecht in ein, zwei Tagen diese Honigmenge ernten, die ja noch dazu auch nicht ganz trocken war, die dann auch letztendlich kalt war. Man hätte dann die Bienenvölker wieder füttern müssen. Ist ja ein arbeitstechnischer und ein finanzieller Aufwand, das man nicht so in einer halben Stunde mal erledigt. Also insofern ist es bei mir, wie wahrscheinlich bei vielen von euch, so gegangen, dass der Honig auf den Bienenvölkern blieb. Da bin ich auch nach wie vor der Meinung, dass das die einzigst vernünftige Alternative war. Klar werden die jetzt viel verbrauchen, aber vielleicht haben wir das Glück und können so im Schnitt einen Honigraum, also so sagen wir mal zwischen 10 und 15 Kilo pro Bienenvolk noch ernten. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Aber wie gesagt, den Honigraum da jetzt in großer Hektik, vielleicht noch zu nass, den Honig zu ernten, und dann die Bienen wieder füttern. Na, auch bei mir jetzt zum Beispiel, wo soll ich diese Mengen an Bienenfutter auf einmal herbekommen? Da bin ich einfach jetzt Anfang April nicht eingestellt, den ganzen, alle Bienenvölker noch einmal. Ja, man müsste ja dann schon so, sagen wir mal, zwischen 3, 4, 5 Kilo da reinleeren. Das hätte ich jetzt so um diese Uhrzeit nicht mehr vorrätig gehabt. Ja. Ansonsten sind es ja gerade imkerlich ein bisschen, man schläft ja, was man nicht vergessen darf, ne, wenn man schon Schwarmstimmung hatte, ist halt die Frage, ob die aufhört. Also da muss ich sagen, ist meine Erfahrung so, dass die bei diesen krassen Temperaturstürzen über diese lange Zeit oftmals auch verschwindet wieder. Aber ich meine, ich hatte jetzt auch nie so diese Schwarmstimmung jetzt schon. Aber ja, darf man nicht vergessen, ne? Bienenvölker können auch schwärmen, wenn es kalt ist, wenn die Königin schlüpft dann und die Bienenvölker schwärmen dann einfach, wenn das Wetter wieder passt. Alles schon erlebt, ne? Wir Imkern ja schon ein Weilchen. Ja, was ich sonst mache, was mir auch keine große Freude gerade macht, aber was man ja machen muss, ist, ihr seht es hier, seht ihr es? Ja, ihr seht eine Reihe 15 Abideas. 15 Abideas deshalb, weil ich einfach schon mal angefangen habe. Ne? Wir hatten ja dieses tolle Wetter. Und ich hatte jetzt einfach diese Möglichkeit, den Starter schon zu starten oder einen Starter schon zu starten. Und da ist es jetzt einfach so, dass da heute die ersten Königinnen schlüpfen. Deshalb fülle ich mir hier diese 15 Abideas auf und hänge dann die Zellen da rein, lasse die da drin schlüpfen. Weil das hebt man jetzt auch nicht mehr auf. Da ist es einfach ja auch immer ganz wichtig, dass man einfach schaut, dass die Zellen beim Entnehmen aus dem Starter, beim in den Brutschrank hängen, wie auch immer, nicht verkühlen. Ne? Ja, ansonsten wird es wahrscheinlich bei mir jetzt erstmal gewesen sein. Man könnte jetzt sich Überlegungen machen, ob man noch auf den Raps in Sups, ihr seht es da hinten, auf die Alp wandert. Aber wir warten einfach mal ab, was das Wetter so bringt. Ich will euch mal kurz zeigen, was die zwei Frostnächte, die wir jetzt hatten. Also wir hatten jetzt eine Woche richtig kaltes Wetter wieder oder ein bisschen mehr sogar. Und zwei Frostnächte, was die für Auswirkungen hatten an den jungen Pflanzen. Man sieht das jetzt hier an denen ganz cool hier. Denn da sieht man, es ist eigentlich abgefroren und hier unten am Boden nicht. Das ist ja jetzt ein Beispiel,
eigentlich ganz untypisch. Ne? Normal sind Spätfröste ja, friert es von unten auf ab, weil der Boden ist kalt. Und dieses Jahr merkt man es einfach, wir hatten diese 30 Grad fast und der Boden war warm und der Boden hat unten rauf noch warm gegeben. Ne? Wenn es eine windgeschützte Lage ist, dann war es sogar eigentlich gar kein Schäden. Nichtsdestotrotz sieht es eigentlich verheerend aus, ne? Bei uns so im Weinbau und im Obstbau. Da hat es ganz schön reingeschlagen, diese kalten Nächte. Das muss man schon sagen. Und ganz interessant, man sieht halt, dass es auch mit dem Wind gefroren hat. Also da, wo viel Wind war, an den windungeschützten Lagen oder exponierten Lagen, da hat es deutlich mehr Frostschäden wie in den windgeschützten Lagen. So, jetzt sind wir hier bei meinem Königenstand, nenne ich das ein bisschen. Und ich habe euch am Anfang vom Video gezeigt, dass ich diese 15 Begattungskästchen ganz traditionell gefüllt habe mit eben diesem Kunstschwarm, dieser Kaffeetasse, diesem Schöpflöffel voll. Das ist ja normal nicht das, was ich bevorzuge, weil eigentlich möchte ich ja, oder ich will, nicht eigentlich, ich will, dass die Königinnen im Begattungskästchen schlüpfen. Und zwar, dass sie da schon ein komplettes Volk haben, also dass da Brut ist von der Vorgängerin praktisch, dass die Bienen gewohnt sind zu pflegen, dass Futter da ist, dass da alles im Überfluss da ist und vor allem, dass es auch Begattungskästchen sind, die gut bevölkert sind. Ja, Wärmehaushalt, Versorgung, Gesundheit spielt da ja alles mit rein. Und wie gesagt, das war jetzt die Ausnahme, dem Wetter geschuldet, den Umständen geschuldet. Im Prinzip habe ich hier hinter mir, seht ihr ja, diese Türme, das sind noch welche, die habe ich noch nicht, wow, wo sind sie? Hier, die habe ich noch nicht aus dem Winter geholt. Ich habe ja im Herbst mal ein Video gemacht, dass ich diese Abideas überwinter. Hat ja nicht so arg viele interessiert, das habe ich gedacht, brauchen wir nicht wieder drüber reden. Aber im Prinzip überwinter ich die Abidea als solche Völker halt. Und dann teile ich mir die im Frühjahr einfach auf und lasse da die Königinnen zum Teil reinschlüpfen. Ne? Das habe ich jetzt hier drüben zum Beispiel schon gemacht. Ne? Und wie gesagt, die einen habe ich mit den Kunstschwärmen gemacht, weil das Wetter einfach nicht gepasst hat. Da wollte ich nicht meine Abideas auseinanderbauen bei 3 Grad und Regen und Sturm und so. Und deshalb habe ich das mit diesem Kunstschwarm gemacht, weil das ist dann ja schon etwas einfacher für alle zusammen. Und genau, ich mache das ja deshalb, habe ich ja gerade schon gesagt, weil ich einfach davon überzeugt bin. Klar, der Aufwand ist größer, viel größer. Aber ich bin davon überzeugt, dass das auch für die Königin einfach besser ist. Und so sind einfach meine Erfahrungen. Da bin ich sehr zufrieden auch. Gut, das soll es dann von dieser Stelle gewesen sein, bevor uns der mit der Motorsäge da hinten das ganze Video zerstört. Und wir sehen uns bald wieder. Es soll ja endlich wieder warm werden. Ne? Wir haben ja heute schon 10 Grad im Moment, aber Regen und Wind, also Biene fliegt noch nicht wirklich. Aber wir sehen uns bestimmt morgen oder übermorgen wieder. Dann soll es auch mal an den Bienen wieder losgehen. Oh, jetzt sind wir mal wieder hier zusammen am Bienenstand. Das war mir auch schon lange nicht mehr. Und schauen uns einfach mal zusammen ein paar Bienenvölker an. Wir haben jetzt, wie ihr gesehen habt, wieder von einem Bodenfrost auf die 30 Grad. Einfach extrem dieses Frühjahr. Na, hier sehen wir schon, da ist jetzt nicht so arg viel Honig drin. Würde uns ja mal interessieren, warum das so ist. Gucken wir uns das mal an. Schwarmtrieb ist bei uns im Moment, muss man sagen, bei mir im Moment, muss man sagen, ihr seht ja gar nichts. So. Bei mir muss man sagen, im Moment ist es mit dem Schwarmtrieb so, dass das eigentlich vorbei ist. Ne? Also, muss ich euch ehrlich sagen, durch dieses kalte Wetter, durch das alles verblüht ist, habe ich schon lange keine Schwarmzellen mehr gesehen. Hier sehen wir alles verdeckelte Brut, Pollen, Honig. So wollen wir das ja auch ein bisschen haben. Dass wir hier noch unsere Reservewabe raustun. Und dann setze ich ja bei der Dante das einfach auf die andere Seite rüber. Und jetzt schauen wir uns das einfach mal zusammen an, was hier so los ist. Da unten haben wir ein bisschen Wildbau und wer sagt's denn? Guckt mal hier, haben wir eine Spielzelle, aber kein Stift drin. Also interessiert uns auch eigentlich nicht weiter. Dann haben wir, gucken wir halt mal weiter.
Unten ein bisschen Wildbau, stört mich auch nicht. Hier haben wir eine Zelle, haben wir einen Stift drin, haben wir auch keinen Stift drin. Also da muss man sagen, hat das kalte Wetter jetzt schon ein paar Arbeitsstunden dem Imker abgenommen, wobei direkt nach dem kalten Wetter sind ja schon auch ein paar Schwärme geflogen. Das hat man ja schon gesehen, hier haben wir wieder Wildbau. Ich persönlich mache da eigentlich, solange es mich nicht stört, mache ich da erstmal nichts dran, weil was willst du da auch jedes Mal rummachen? Ja, das gleiche in grün. Moment mal kurz. Ich gedacht, hier hätte ich eine Zelle. Doch, da habe ich doch eine gesehen. Aber auch ohne Stift. Und dann haben wir noch die letzte Wabe. Was werden wir da sehen? Pollen. Genau, Pollen. Gut. Haben wir das Bienenvolk angeschaut. Machen wir es wieder zu. Wie gesagt, das ist jetzt kein Bienenvolk, wo wir sagen, mega geil. So, wir legen ja immer das Absperrgitter wieder richtig rum drauf. Wenn man es mal falsch rum hingelegt hat, woran erkennt man das, was unten und oben ist? Meistens gibt es eine Seite mit Drohnen und eine Seite ohne Drohnen. Und entsprechend legt man das hin. Unsere Reservewabe kommt da wieder rein. So, kann ja nicht schaden. Und den Honigraum mit, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Kilo Honig tun wir auch wieder drauf. So. Und was haben wir gesehen? Wir haben Spielnäpfel. Spielnäpfel interessieren mich eigentlich, muss ich ehrlich sagen, erst dann, wenn da Stifte drin sind. Und ihr seht es bei uns, es blüht eigentlich nichts. Ne? Die fliegen in den Ahorn, das machen sie noch. Und da bringen sie auch Honig. Aber ich glaube nicht, dass wir noch viele Schwärme sehen werden oder viel Schwarmtrieb sehen werden. So, ich positioniere euch nochmal neu. Wir schauen uns einfach zum Spaß an der Freude, weil wir ja gerade hier sind. Da brauchen wir nicht anschauen. Das ist gar nicht überragend. Zum Spaß an der Freude. Das ist ja übrigens der Bienenstand, da braucht ihr euch nicht wundern, wo ich so schlecht überwintert habe. Und dementsprechend sind auch die Bienenvölker, die hier noch da sind, sind einfach auch nicht das, was man von einem erwarten kann. Hier haben wir gleich, sehen wir gleich erste Wabe raus. Erste Wabe komplett leer. Kein gutes Zeichen. Ne? Kein gutes Zeichen. Also die könnte man jetzt rein theoretisch auch hinter den Sheet hängen. Jetzt gucken wir einfach mal weiter, was passiert. Das ist im Prinzip die erste Wabe, auf der die Musik spielt. Also die Randwabe, da unten schlüpfen gerade Bienen hier, Pollen und Honig. Und ja, gucken wir einfach weiter. Hier haben wir Stifte und hier haben wir missglückte. Hier ist wohl ein Schwarm weg, ne, oder? Hm. Keine Ahnung, schwer zu sagen. Sie sind ausgefressene Zellen. Also hier ist wohl ein Schwarm, hier ist mir ein Schwarm abgegangen. Da muss ich euch sagen, ich habe den auch eingefangen, der ist da unten. Aber das war bisher auch das Einzigste, wo ich gesehen habe. Ich wusste aber nicht, welches Bienenvolk das war, weil ich noch nicht geguckt habe. Ne? Also demzufolge brauchen wir da gar nicht weiter gucken. Sind wir hier schon fertig? Also hier ist ein Schwarm abgegangen. Den habe ich zum Glück wieder eingefangen, weil mich die Nachbarn angerufen haben. Da habe ich nämlich geschlafen, weil für diesen Bienenstand, muss ich ehrlich sein, hat mir die Zeit nicht mehr gereicht. Und dann habe ich sein lassen. Und wie es halt so ist im Leben, wenn man sein lässt, dann passiert es halt. Ne? So, jetzt sind wir hier. Gucken wir uns hier noch mal zusammen rein, wie es hier aussieht. So, tun wir den Honigraum wieder auf die Seite. Oh, der ist schon, hat schon ordentlich. So, Absperrgitter auf die Seite. Und hier sieht man schon auch klar einen Unterschied. Ne?
Augenscheinlich haben wir jetzt hier die Reservewabe, die noch leer ist, aber schon belaufen wird. Aber wir geben da jetzt trotzdem nicht mehr Platz dazu. Na, hier haben wir Wildbau. Das passiert immer dann, wenn die Schiede nicht passen. Ja, das ist halt bei mir bei diesen Eigenbauschieden, ist das halt manchmal der Fall. Wie gesagt, im Nachgang wird man manchmal Sachen anders machen. Hier überall Stifte, geschlüpfte Brut, Spielnäpfchen ohne Stift oder was auch immer, so eine verkrüppelte Zelle da. Hier haben wir auch wieder, guck mal, Stift drin, kein Stift drin, ja auch kein Stift drin. Also wenn wir da jetzt neu angelegte Schwarmzellen haben, bei der Situation nach diesen eineinhalb kalten Wochen und eben kein Rapsanschluss, ne, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Aspekt bei Rapsanschluss, der Bienenvölker mag das alles anders aussehen mit dem Schwarmtrieb, kein Rapsanschluss bei den Bienenvölkern, würde es mich doch jetzt schon überraschen, wenn wir da jetzt noch große Schwarmtendenzen entwickeln würden. Ja, hier haben wir jetzt unten da ein bisschen Wildbau. Das mache ich mal geschwind weg. So, wow. Nicht mich stechen. So. Hier auch wieder schöne Brutnester. Relativ viel Drohnen. Ich meine, das ist dann ganz klar. Augenscheinlich mehr Drohnen sind immer da, wenn Wildbau ist, weil Wildbau ist ja dann meistens in Drohnenstärke und dann schlüpfen natürlich auch mehr Drohnen. Und deshalb sind Bienenvölker, wenn man die aufmacht und man denkt, ups, wie seht ihr mich überhaupt? Und man denkt, ups, da sind aber viele Drohnen, ist das eigentlich immer ein Zeichen, dass die unten vielleicht mal quer gebaut haben und da eben viele Drohnen großgezogen haben. So. Dann machen wir das zu und dann soll es an dem Bienenstand auch gewesen sein, weil ehrlich gesagt, was will man sich da jetzt noch Arbeit machen? Drei Bienenvölker angeguckt, bei einem ist der Schwarm gegangen, das war schon ein schwaches Volk, das sind allgemein schwache Völker hier gewesen, ne? Das muss man ja schon sagen. Also das ist nicht ganz das, was ich mir vorstelle, aber es ist halt auch wie gesagt dieser ominöse Bienenstand hier, wo eben die Überwinterung so schlecht war. Jetzt an zwei aufeinanderfolgenden Jahren. So, was will ich euch noch sagen? Genau, also wenn das Wetter jetzt so weiter bleibt, ob das in dem Video noch passieren wird oder dann im nächsten, das kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Mal gucken, wie viel Filmmaterial wir zusammenbekommen. Aber was jetzt natürlich ganz klar ansteht, ist zum Teil eine Honigernte, also auf jeden Fall Bienenvölker, die bei mir Rapsanschluss haben. Da werde ich sicherlich eine Honigernte machen. Ich meine ganz klar, bei sowas, da fange ich nicht an, den Honig zu ernten. Da sind jetzt 3, 4, 5, 6, 7 Kilo drin. Wir wissen nicht, wie das Wetter wird. Wir wissen nicht, wie die Tracht wird gerade. Es blüht ja wie gesagt nichts. Und was jetzt als nächstes kommt und wann das kommt und wie das Wetter wird. Also da wäre es jetzt vergebliche Liebesmühe, den Honig zu ernten und nachher die Bienenvölker wieder zu füttern. Also den Stress gebe ich mir da nicht oder die Arbeit spare ich mir. Jetzt am 8. Mai, ihr seht es am Wetter, wir sind mal wieder hier am Bienenstand und ihr seht es am Wetter. Es sieht nach, ich hebe euch mal nach oben, nach Regen, nach Gewitter aus. Wir haben gestern schon Regengewitter und so soll es eben auch das Wochenende überbleiben. Ne? Wir haben jetzt heute den Freitag und ich habe jetzt hier ein bisschen um die Bienenkästen rumgemäht. Das tut einem schon ein bisschen irgendwie weh, weil ich hebe euch gerade mal so ein bisschen schräg, ne? Die Blumenwiese ist eine ganz schöne Blumenwiese hier und da so Schneisen reinzumähen. Aber ich habe mich bemüht, das alles möglichst wenig abzumähen, aber ein bisschen Platz müssen wir schaffen, weil wir wollen ja auch Wissen vermitteln und die Bienen den Umgang mit den Bienen ein bisschen Wissen vermitteln. Und ja, da musste es halt leider die ein oder andere Blume weichen. Ja, was steht jetzt hier an oder warum habe ich das gemacht? Also wir fangen jetzt morgen mit den Imkerkursen an, hier den Honig zu ernten. Und wir bringen jetzt, ich hebe euch hoch, zack, wir haben jetzt, ihr seht es, bewölkt und Regen, gestern schon Gewitter gehabt, heute soll es auch gewitterig bleiben. Dann, heute ist der Freitag, Samstag, Sonntag auch nochmal Gewitter und nächste Woche, so sagt der Wetterbericht, man weiß es ja nicht, soll es ja wieder beständiger werden.
Und das ist dann auch die Zeit, wo ich sage, da fange ich dann auch mit der Honigernte an. Wir hatten ja jetzt bis gestern noch mal schönes Wetter. Die Bienen sind sehr fleißig im Ahorn zum Beispiel im Ahorn unterwegs gewesen, haben dann noch mal ganz schön Honig eingetragen. Jetzt lassen wir die, also jetzt kann ich nicht Honig ernten, weil ich ein paar Vorbereitungen machen muss. Morgen habe ich Veranstaltungen und dann ist es gerade richtig, dass dann am Sonntag, Samstag, Sonntag der Honig dann noch mal trocknet und dann werde ich am Anfang nächste Woche bei mir in der Imkerei anfangen mit der Honigernte. Prinzipiell werde ich es wahrscheinlich, meine Pläne sind dazu da, verworfen zu werden, aber prinzipiell werde ich es wahrscheinlich so machen, ich werde nur volle Honigräume ernten und alles andere auf den Bienenvölker lassen, weil wir wissen nicht, wie es weitergeht, was kommt. Wir sind relativ früh, ne? Es ist sehr unbeständig, das Wetter. Wir werden einfach sehen. Aber das sehen wir dann alles im nächsten Video. Ja, jetzt zum Abschluss nehme ich euch mal noch kurz mit über einen Tiefflug über diese Blumenwiese, weil ich finde die einfach unheimlich schön. Es ist ja so, dass hier lange Jahre einmal im Jahr gemäht wurde und das Grünzeug einfach abgetragen wurde. Also viele, viele Jahre. Und dadurch hat sich eben diese tolle Blumenwiese entwickelt, die wir natürlich auch versuchen zu erhalten. Und nach wie vor mähe ich ja, wie ich gerade gesagt habe, diese Schneisen hier rein, weil das muss halt leider sein. Aber dann mähe ich die auch relativ spät, die Wiese, und bringe das Grüngut oder das Gras auch immer weg, dass das eben nicht verloren geht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch alles Gute. Drücke euch die Daumen, dass der Honig rausläuft aus den Bienenvölkern, die Schwärme drin bleiben und das Leben zuckersüß ist. Also macht's gut.